Captain Kidd. Captain Kidd ist mit seiner Crew auf der Suche nach den wertvollsten Schätzen. Die kleinen Piraten haben es dabei natürlich auf die größten Edelsteine abgesehen. Der Pirat, der am Spielende die meisten Schätze gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Das geht eigentlich ganz einfach. Die 30 Schatzplättchen liegen offen in der Tischmitte und auf 6 verschiedenfarbige wird jeweils ein kleiner Pirat gestellt, so dass ihr die Farbe der Edelsteine nicht mehr sehen könnt. Merkt euch aber, welche Edelsteine die Piraten verdecken, denn der Farbwürfel zeigt euch an, welche ihr später finden müsst. Seid ihr am Zug, nehmt ihr einfach den Piraten von dem Plättchen eurer Wahl, zeigt dieses die richtige Farbe, gehört es euch, habt ihr ein falsches erwischt, dann geht ihr in dieser Runde leider leer aus. Den Piraten stellt ihr dann einfach auf ein Feld der gleichen Farbe. Bei Captain Kidd werden Gedächtnis, Konzentration und das Zuordnen und Erkennen von Farben gefördert und das Ganze mit großem Spielspaß. Das Farbmemory mit Piratenthema finde ich gelungen und deswegen empfehlenswert. Captain Kidd, ein fesselndes Kinderspiel für 2 bis 6 Spieler ab 3 Jahren. Viel Spaß beim Spielen!